Ja. Moin moin aus Vuxil. So ein Fäul auf der nackten Schulter zu tragen ist echt unangenehm, weil es zu scharfkantig ist. Deswegen haben wir hier mal ein bisschen Neopren drüber gemacht. So, das ist der erste Tipp für heute. Wir gehen jetzt mal rüber. Wir sind gerade in Vuxil angekommen und Fleißhaber macht hier ein Test-Event. Deswegen sind wir jetzt hier in Vuxil. Und der Plan war eigentlich, den neuen Kite von Fleißhaber zu testen. Also Fleißhaber hat den Boost 3 auf den Markt gebracht und das Radical 6 Kiteboard. Die wollten wir testen. Dafür reicht der Wind aber absolut nicht aus. Deswegen werden wir jetzt mal versuchen, gleich mal Matten von denen zu testen. Das bedeutet also Softkites, den Flysurfer Soul und vielleicht auch den Sonic Kite und in Kombination damit nicht so unbedingt zu foilen, sondern halt auch mal den, die Flydoor von denen auszuprobieren. Das Test-Event, das wurde verschoben, oder das Test-Event findet jetzt woanders statt und zwar auf der anderen Seite. Also gegenüberliegend von Vuxil. Wir sind jetzt in Vuxil. Auf der anderen Seite ist chillig und Fleißhaber macht jetzt dort das Test-Event. Allerdings ist so wenig Wind dort, dass da halt auch nicht viel geht. Wir werden jetzt aber trotzdem, wir sind jetzt über eine Stunde hierher gefahren. Ganz umsonst soll das nicht gewesen sein und deswegen werden wir jetzt da auch mal hinfahren und werden einfach mal üben, den Sonic Kite zu starten und zu landen, weil das ist halt so ein Ding, was nicht immer gut funktioniert und deswegen können wir da ein bisschen rumdaddeln. Wir ziehen den Neo aus und daddeln da ein bisschen mit dem Kite in Luft rum und ja, das ist so, das machen wir jetzt, um den Tag zu retten. Und abends kommt nochmal Wind. Ich gucke nochmal, ob ich heute Abend irgendwie aufs Wasser gehe und nochmal hierher gefahren komme. Ich muss mal schauen. Irgendwie 4 Stunden am Tag im Auto ist auch scheiße. Durchs Profil. Ja, haben wir ja gesagt, ne? Also wie gesagt, beim Sonic haben wir halt echt das Problem. Das ist durch die Formgebung des Kites, ist es ja schwerer, den zu starten. Also der ist halt viel, viel flacher geschnitten, hat weniger Einlassventile und es hat eine wesentlich größere Streckung. Ja. Ja, und durch die Streckung ist es halt schwieriger, den Kite überhaupt insgesamt mit Luft zu befüllen. Ja. Das muss man halt dazu. Weil ich hatte das Problem, ich habe meinen Sonic gestartet und dann hat es sich nicht richtig gefüllt und ist ja umgeklappt. Mhm. Also ist er nach vorne und dann in die Line rein und dann hast du wieder totales Getüdel gehabt damit. Genau. Also da, weil er halt noch nicht vorgefüllt war und nicht richtig gefüllt war im Endeffekt, hast du halt das Problem gehabt. Ja. Wie gesagt, 90 Grad zum Wind haben wir die Bar ausgelegt. Ja. Gehen jetzt 45 Grad ohne Leinspannung, ja, an den Wind ran. Wäre jetzt ungefähr hier. Das reicht schon. Ja. Und jetzt baue ich Leinspannung auf. Dann kommt mein Tipp hoch. Ah. Und der Kite. Aber das ist noch nicht groß gelenkt. Lass ich jetzt hier stehen. Pass auf, den Kite lasse ich jetzt. Jetzt ist, hat sich der Sack ein bisschen verhangen. So, bin ich dran. Jetzt baue ich Leinspannung auf, also gehe rückwärts. Lass die Bar voll angepowert, dass der Kite am Windfenster ran stehen bleibt. Ups. Und jetzt füllt er sich. Ja. Und er ist voll. Und da ist die Bar ganz dann angezogen. Die ist die ganze Zeit angepowert, das Ding bleibt da dort stehen. Ja. So, das ist natürlich der jetzt Unterschied zum Tube-Kite, da hat man immer die Bar nach vorne. Genau, und jetzt kann ich die Bar nach vorne geben. Ja. Und dann lasse ich ihn über 12 steigen. Ja. Und alles ist in Ordnung. Okay. Hier in Wielang üben, ich lasse jetzt mal einfach alles los. Ja. Kite fällt runter. Jetzt klappt er kurz zusammen. Und jetzt Leinspannung aufbauen. Ja, dann können wir ihn ganz normal auch so wieder starten. Ja, also das passiert gar nichts. Krass. Ja, also wenn ich nochmal überziehen. Krass, und wie stabil der ist. Überziehen und halt ein bisschen Druck raufgeben. Also hier unten ist jetzt. Ja, aber das stellt sich jetzt Wind wieder auf. Und ist wieder oben. Ja, also da passiert gar nichts. Das ist auch beim Wasser, auf dem Wasser genau. Ja, ich habe einen Sack drauf liegen. Das ist perfekt. Also, da wieder genauso. Ja. So hat man es ungefähr bei Leichtwind, ja? Ja. Bei Leichtwind-Conditions würde man jetzt quasi über das Ziehen und Halten beider Steuerlein den Schirm rückwärts hochfliegen lassen. Ja. Hey! Das macht er aber gar nicht, der dreht auf einer Stelle. Habt ihr es gesehen? Ja, ich habe auf die Bahn nicht geachtet. Ja, ich muss auch mal hinten über die Schulter schauen.
Und jetzt brauchen wir wirklich bloß hier ziehen. Ein bisschen Leinspann und ein bisschen und der Kite klettert wie ein Tube-Kite Richtung Windfenster, dreht sich um und steht wieder. Das würde mit Sonic so nicht funktionieren, da musst du rückwärts starten. Weil rückwärts starten ist mit dem Soul jetzt gar nicht so leicht. Jetzt müssten wir nur ziehen und halten bei der Steuerlein. Zack. Aber da, der Sonic, will er nicht, ne? Der will gleich krabbeln, ne? Siehst ja. du schon. Das zeige ich euch mit dem Zoll gleich nochmal. Also hier ist im Endeffekt so, der krabbelt hoch wie ein Tube-Kite Richtung Windfenster. Ja. Ja, perfekter Kompromiss eigentlich jetzt, ne? Also. Ja, das ist halt so einsteigerfreundlich einfach. Richtig schön für so Dummies wie uns, Dori. Absolut. Ja, für einfach Leute, die nicht jeden Tag mit einem Soft-Kite unterwegs sind. Das ist perfekt. Bei Fleiß aber nicht immer so. Die fliegen eigentlich auch gerne mit ganz wenig. Ja. Also seht schon, wir müssen uns kaum um den Kite kümmern. Der steht einfach da oben. Ja. Total entspannt, ne? Und wie fühlt er sich an? Wie fühlt er sich an? So, okay. Das ist so ein komisches Gefühl, wenn er genau über einem ist oder einen halt so über. Aber der überfliegt einen auch nicht so wie der Sonic. Gar nicht. Der kann, also du kannst doch. Mach mal folgendes, Dorian. Lauf mal so schnell wie du kannst Richtung Lee. Mach mal, los. Einfach die Bar so lassen. Schneller kannst du nicht. Okay, reicht? Du siehst, der Kite geht mit dir mit. Tatsache. Jeder normale Tube-Kite hätte jetzt einen Frontstall, ne? Der würde da hinten bleiben. Das begünstigt natürlich auch alles. Den kannst du ja gar nicht unterpendeln dann. Genau, wenn du unterspringst, ja, dann schwebt er hinterher. Ne? Also mach gut. Lass ihn einfach stehen, genau, jetzt lauf mal los. So, auf 12, genau, jetzt lauf mal los. Ich bin hinterm Kite. Das wird jetzt eine verwackelte Aufnahme, aber Steffen läuft jetzt mal mit mir mit und ihr werdet sehen, dass ich den Kite überhole, dass der Kite hinter mir sein wird und er wird nicht frontstallen. Ich bin vorm Kite, hinterm Kite. Der ist verzeiht total. Und das Problem wirst du hiermit gar nicht haben. Das war einer der Hauptpunkte, was man wirklich hatte, als man. Also man muss halt beim Sonic schneller, man muss halt früher abspringen, ja, deutlich früher, beziehungsweise auch schon früher zurücklenken. Ja. Man muss halt vorher schon wissen, okay, ich springe jetzt in die Richtung ab, dann muss ich direkt nach dem Ansprung schon den Landemove schon wieder machen. Ja. Das ist natürlich hier nicht mehr der Fall, ne, weil der Schirm trägt einfach noch mal ein Stückchen. Aber schmeiß ihn doch noch mal kurz runter. Ja. Wir können ja noch mal ein Stück nach Luft gehen. Ich habe im letzten Jahr habe ich 3 Sonic Kites gehabt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte immer so ein bisschen Bauchschmerzen, den Kite zu starten und ich mochte es auch nicht so sehr, den ins Wasser fallen zu lassen und sowas, was anspruchsvoller gewesen ist und echt so ein bisschen Routine in der Benutzung von Soft Kites erfordert. Jetzt mit dem Soul, das ist halt wie ein Tube Kite, ja, also vom Handling, vom Starten und Landen wie ein Tube Kite. Man fühlt sich sicher, deutlich sicherer. Und das Faszinierende ist halt einfach im Vergleich zum Sonic. Beim Sonic war das so, da muss man halt eine etwas andere Absprungtechnik beherrschen als beim Tube Kite, weil sonst der Kite gefrontstallt hat. Hier ist es jetzt so, ich kann, das haben wir, die Aufnahme haben wir gerade eben gesehen,
ich kann den Kite komplett unterlaufen, dass der Kite halt wirklich hier ist, also dass der Kite wirklich hinter mir ist und er fällt nicht vom Himmel. Und das habe ich so bisher bei überhaupt keinem anderen Kite gehabt. Also nicht in dem Maße. Das ist echt beeindruckend. Und von daher ist der Kite jetzt, was das Starten und Landen angeht, ja, echt optimal für Leute, die irgendwie einsteigen mit in den Softbereich, Softkite-Bereich. Der Kite liegt jetzt wirklich gerade im Wind, wie eine Fahne im Prinzip, dass er überhaupt keinen Druck hat. Man könnte das jetzt mit einem Sandsack oder mit irgendwas beschweren. Jetzt ist es halt so, dass Tom den Kite festhält. Und das Wichtige ist jetzt, ich habe jetzt keine Leinspannung und ich laufe jetzt 45 Grad in den Wind hinein, ohne dass ich Leinspannung habe. Und jetzt nochmal ganz wichtig, beim Tube Kite ist es so, Bar nach vorne beim Starten. Beim Softkite ist es nicht so. Wir werden jetzt gleich die Bar beim Start schon direkt komplett angezogen haben. So, wir laufen jetzt in den Wind hinein, achten darauf, dass wir keine Leinspannung haben. So, jetzt gehen wir 2 Meter zurück, um die Leinspannung aufzubauen. Und dann wird der Kite starten. Ich gehe zurück, jetzt geht der Kite hoch, ich ziehe die Bar an. Er startet. Mega easy. Wofür? Das ist geil, ne? Das war ja großartig. Das ist gerade der kleine Drachen, ist gerade einfach Leine so gegen die Powerline, so puff, ja, wie gegen so eine Wand gelaufen. Ey, herrlich. Jeder fängt mal an, oder? Absolut. Alles. Ich habe hier solche Stopperkugeln. So, ich habe den Kite auf 12 Uhr, habe hier diese Stopperkugeln. Dann ziehe ich die zusammen. An Körper ran und jetzt fällt der Schirm gerade runter. Und schön halten, ne? Bis er liegt. Ja, und liegt jetzt da. Erzähl du mal, wie fandst du die Produktschulung gerade? Oder was ist bei dir denn so hängen geblieben jetzt? Ja, mega informativ. Tom hat das super erklärt. Man fühlt sich direkt sicherer, gerade wenn man es im Anschluss auch nochmal macht. Sören hatte uns das ja auch schon ein paar Mal gezeigt, da sah das auch so einfach aus. Aber ich glaube, die Kernelemente, also zumindest sind die bei mir damals nicht so hängen geblieben. Dementsprechend, also jetzt ist es wichtig halt, dass man 45 Grad an den Wind geht und die ganze Zeit die Bar angezogen hat. Damit Leinspannung ist, der Schirm stehen bleibt und sich befüllt. Genau. Und dass man den dann erst startet. Und wir haben das bei dem Sonic vorher immer falsch gemacht, weil wir es immer intuitiv so gemacht haben wie beim Tube Kite, dass wir immer die Bar nach vorne gemacht haben, also Arme lang. Und das funktioniert bei so einem Softkite überhaupt nicht. Beziehungsweise beim Sonic halt nicht. Beim Soul schon eher so ein bisschen, ne? Wobei ja. Auch nicht, auch nur bedingt. Das ja. Ist dann so ein Mischmasch. Der Soul, also der muss ich auch echt sagen, ohne da jetzt zu sehr als Fanboy zu wirken, der überzeugt mich schon richtig. Also das ja. War ja Wahnsinn. Wie man den unterpendeln kann, da passiert ja gar nichts. Der driftet sofort wieder nach vorne. Und auf dem Wasser ist er halt auch durch geil. Die Netzstruktur auch so. Nichts. Was? Ganz geil mit den Dreadlocks und den Tattoos. Durch die Netzstruktur auch, ist ja so stabil richtig auf dem Wasser, dass er sich eigentlich gar nicht volllaufen lassen kann. Mega gut. Ja. Ja, ich bin gespannt, den mal zu testen auf dem Wasser. Ja. Du hast ja einen da, glaube ich, ne? Ja, also wir werden jetzt den Soul mal auf dem Wasser testen. Vielleicht ja sogar, ja, je nachdem wie der Wind ist und sowas, vielleicht, ich will euch nichts versprechen, aber vielleicht kann ich ja demnächst mal ein Fly Surfer Soul Video machen und mal euch berichten, wie das Teil auf dem Wasser ist. Weil, ey, wie leicht man den an Land starten und landen kann, ist wirklich total faszinierend, wenn man sich mal so ein bisschen nur damit beschäftigt hat, wie Softkites funktionieren. Alles klar, wir fahren jetzt wieder los nach Bremerhaven und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Do what you can't, Landborn! Also, ich habe das noch nie gemacht. Warte mal, die müssen wir ein bisschen, sind super locker. Das geht nicht enger. Lass doch einfach. Locker, das braucht nicht. Ja. Ja. Bist du schneller draußen. Stell dich doch einfach vernünftig hin erstmal. Langsam runterfliegen und Downwind fahren. Fahr lieber in die andere Richtung, da steht das Brett besser. Oh. Fahr in die Richtung. Ja, warte, bis der weg ist.
Es ist wie ein Wasserstart früher. Man guckt sich so um und weiß, denkt so, ha, bloß nicht. Jetzt langsam den Schirm runterbringen, aber nicht so doll. Einfach nur ganz langsam. Und gerade Stimme. Zentral über dem Kopf. Ja. Und da rast er davon. Aber es hat ihm keiner gesagt, wie man bremst. Ich habe keine Schuhe an und ich kann das Board überhaupt nicht neigen. Zumindest nicht über die Pads. Fersendruck, Fersendruck. Go with the flow. Boah. Ja. Das ist echt nicht gut. Die Jungs können ja das erklären nachher. Die machen nichts anderes den ganzen Tag. Okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, also du kannst halt... So sah dein erster Wasserstart. So sah, aber du machst den gleichen Fehler wie beim allerersten Wasserstart, ne? Man hat ja gar keine Chance, nach Lee auszugleichen. Nee. Das ist das Problem. Ja. Wenn du ein bisschen Zug hast, vorne rüber,